Hallo Leute, entweder ich bin zu doof oder ich kann nicht googeln. Keine Ahnung, warum funktioniert das nicht? Ich habe hier einen Sit-Player für den C128 gedownloadet. Ich kann noch mal ein Reset machen. Startet der emulierte C128. Ich kann da jetzt auch noch mal reingehen. PowerSit in 80 Dings ist ein SID-Player für den C128, gibt es auch für C64. Wenn ich den jetzt lade, 0,8, lädt er diesen auch. Und ich kann ihn ausführen, ist natürlich jetzt 80 Zeichen Dings. Musikfile Drive 8 bis 11. So. Und jetzt mein Problem: Wie kriege ich eine SID-Datei auf eine Diskette? Und da scheitert es bei mir. Ich habe schon Windows 95 installiert, weil ich da einiges ausprobiert habe. Deswegen zeige ich euch das jetzt mal hier dran, ne? Eigene Dateien. C64 Copy heißt das. Ja, ist ja gut. Unsere eigenen Dateien habe ich Donkey Kong SID, Goonies SID, Great China Sister SID. Ich habe hier schon einiges probiert. Ich habe hier eine Diskette, also so ein Image gemacht. Da ist jetzt Goonies Remix, wie auch immer SID, aber als Programm. Und wenn ich die versuche, hier reinzuladen. Ich nehme jetzt als Drive, habe ich 9, habe ich drinne. Da ist es auch. Goonies Remix SID ist da unten mit drinne. Wenn ich die jetzt da reinlade ins Laufwerk und Laufwerk 9 nehmen, liest er das Directory. Disk Image. Disk heißt Image. No Music on Disk. Kann ja nochmal Enter drücken, er liest es nochmal. No Music on Disk. Bin ich zu blöd oder was? Also ich habe mit keinem Programm, ich habe hier mit etlichen Programmen probiert, die SID-Dateien auf die Diskette zu kriegen. Oder zumindest ins Image, als Disketten-Image. Mit C64 Copy brauchte ich jetzt Windows 95, weil das irgendwie lange Dateinamen vorausgesetzt hat. Ich starte jetzt noch mal schnell. Muss ich das hier einmal ausmachen? Runterfahren. Mach. Computer wird blibbelblip. Ja, ich benutze VMware. Das ist für mich einfacher als diese DOS-Box-Geschichte. Hier habe ich MS-DOS. Ja, da habe ich auch noch ein Disketten-Image drin. Das ist für mich einfacher, weil ich hier Disketten-Images basteln kann. Und da habe ich zum Beispiel den Star Commander. So, und jetzt will er wieder eine Diskette haben. Da habe ich Connect Settings. Sitz. So, kann ich Retry machen. Da sind die SID-Dateien. Da habe ich das auch probiert, da reinzumachen. Geht nicht. Ich kann jetzt hier auch versuchen. Nee. Make Disk Image zum Beispiel. Make the File Test mit dem Label Test 1541 35 Tracks. Make. So, das ist jetzt Test D64. Das ist ein stinknormales Disketten-Image. Dieses Star Commander kann auch bei den Drives mit einem bestimmten Kabel 8, 9, 10 und 11
könnte ich vier originale Diskettenlaufwerke vom C64 anschließen und darauf lesen und schreiben. Aber ich kann auch Images anlegen. Ich bin jetzt hier im Image drin, ne? Wenn ich da jetzt zum Beispiel Goonies, wie auch immer, Copy mache. Copy Goonies 1, Set to T, Copy. Set to Goonies, ja. Und dann ist es wieder als Programm drin. Aber nicht als Set. Rename or Move File to Move, ja, geht nicht. Edit, das sieht das so aus. Und wenn ich hier auf Goonies gehe und auf Edit, sieht das, glaube ich, etwas anders aus. Moment, ist das jetzt so verkehrt? Weiß ich nicht, sieht gleich aus, aber er erkennt nicht, dass es ein Sit, eine Sit ist. Ich weiß nicht, womit ich das noch machen kann. Was hatte ich hier noch? X64, C64 Copy, NipTools habe ich drauf, Star Commander. Test D64 ist jetzt da auch drauf. Müsste ich mir jetzt wieder ein Disketten-Image reinschreiben, die Windows 7 starten, das Disketten-Image laden und das auf den USB-Stick ziehen, damit ich das hier auf dem PC drauf kriege. Ist ein bisschen kompliziert, ja, aber für mich immer noch am einfachsten. Aber ich kriege keine SID-Datei, direkt die SID-Datei auf die Diskette. Ich kann mit Tools die SID-Datei in eine ausführbare Programmdatei speichern, aber dann spielt er die auch direkt ab. Dann kann ich das direkt starten. Dann habe ich aber nicht einen SID-Player. Dann habe ich immer nur diese eine SID, die ich abspielen kann. Ich wollte einfach mal gucken, wie das Ding das hier macht, wenn da 5, 6 SIDs drauf sind, ob ich die mir nacheinander auswählen kann. Ich verstehe nicht, ich brauche mal eure Hilfe. Vielleicht hat irgendjemand von euch da draußen eine Idee, wie das funktioniert, wie ich diese SID-Datei. Ich habe hier zum Beispiel auch den Norton Commander drauf. Im Moment. Das ist jetzt der Norton Commander, der sieht genauso aus. Da kann ich aber als Laufwerke nur A oder C auswählen. Ich kann hier nicht einstellen. Wie beim Star Commander, welche Laufwerk und welches Übertragungskabel und so weiter. Da habe ich Copy gesagt. Nee, das ist Copy. Ja, Disassembler. Ja. Was haben wir noch? Main. Das ist das im Main-Programm drinne. Wenn ich jetzt hier wieder im Test bin und hier mache ich Drive A, Grejana Sisters zum Beispiel, Copy Files, kann ich. Direct Directories, Tracks and Files Base, Remove DOS Extension from Source, Press No for a normal DOS Copy, Copy Grade to C Grade SID. Das geht nicht. Ich möchte das ja in die Image-Datei reinkriegen. Text edit long lines in the file have been will ich nicht. Wie file will ich auch nicht. Create direction menu. Exit menu. Quit make image. Ich kann hier ein make image machen. Kann ich mir aussuchen, was genau.
ist, wenn ich Kopi mache, macht er das auch als Programm. Warum auch immer. Ich kriege es nicht direkt als SID da rein. Warum auch immer. Ja, echte Hardware habe ich aber nicht. Ich habe hier noch was gefunden, wie ich den C64 direkt mit einem Parallelport verbinden kann und dann zum Beispiel, wenn jetzt mein PC einen Parallelport hätte, das hier als Festplatte bereitstelle, als Server. Vielleicht ginge das, aber ich will nicht den C64 am PC anschließen. Wer weiß, was da passiert. Nachher geht da was kaputt und dann habe ich mal einen C64 gehabt. Den C128 würde ich sowieso nicht machen. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Also ich kriege das hier ja nur als SID rein. Das ist jetzt Test D64, ja, aber bringt mir nichts. Ich verstehe es nicht. Ich kriege keine SID-Datei auf eine Diskette direkt als SID. Er macht es immer als Programm. Ich kann es hier auch noch mal zeigen. Nochmal Hard Reset. Attach Disk Image Drive 8. Donkey Kong SID Programm. Mach mal die. Komma 8, mein Gott. List ist da als Programm hinterlegt. Ich kann das aber nicht laden. Geht nicht. Ich kann es nicht laden. Der SID-Player findet es nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht habt ihr da eine Idee, wie das funktioniert. Also ich weiß nicht, entweder bin ich zu doof zum Googlen. Also ich habe hier zig Forenseiten durchgelesen. Zig Leute haben danach gefragt, wegen ihrem C64 Mini, um die SID-Dateien da reinzukriegen. Funktioniert auch alles nicht. Ich weiß nicht, ob ich zu doof bin oder was. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr da noch eine Idee. Auf Antworten würde ich mich wirklich freuen. Danke. Tschüssi.